Hallöchen und willkommen zurück zu Far Cry 3, den Open-World-Shooter schlechthin. Was heißt schlechthin? Das ist eines der besten Games, was ich bis jetzt gespielt habe. Wirklich schön. Vielen Dank, das fällt mir gerade ein auf Twitter für, für einen ganz speziellen Typ. Ich weiß deinen Namen gerade nicht, sorry. Für das Teilen von dem Video von GTA Online Nummer 13 raus aus Los Santos. Vielen, vielen Dank dafür. Bitte mehr davon teilen, dass damit mehr Leute auf mich aufmerksam werden. Guck dir den Wichser an, jetzt rennt er in den Busch. So. Da ist eine Höhle, soll ich da reingehen? Hm, Pedo-Action? Pedo-Action, komm. Wir brauchen Verstärkung. Oh, eine Kerze. Noch eine Kerze? Ist das ein Grab? Ich habe jetzt gleich das Gefühl, dass hier irgendwie ein Schockface oder so auftaucht. Ist hier Höhlenmalerei? Das wäre richtig geil. Alter. Das ist echt ein Grab. Oh, geil, Geld. Scheiß auf das Relikt. Ich nehme das Geld. So, Geld genommen. Ciao. Sorry. Sehr dunkel draußen. Na, das dauert aber echt ewig mit der Helligkeit, wenn man aus einer Höhle rausrennt. So, ab in den Wagen. In den Wagen. Und weiter geht's. Ich halte meine Hand total verkrampft. Was ist denn los heute? Ich habe aber, ich muss schon sagen, schon ewig keine Spiele mehr gespielt, weil ich im Moment mit der Ausbildung recht viel zu kämpfen habe. Ich habe heute, ihr müsst euch das mal vorstellen, 10 cm dicke Kupferkabel durch die Gegend geschleppt und 10 cm Kupferkabel, das kann nicht so schwer sein. Alter, wenn das Zeug 30 Meter lang ist, 10 cm im Durchschnitt hat, ja. Alter, ich habe gedacht, ich ziehe ein Auto hinter mir. Das kannst du nicht über den Asphalt ziehen. Das geht kaum. Kaum. Richtig krank. Was ist denn hier los? Alle Leute weg. Oh, Dennis. Moin. Was ist passiert? Was plant unser Dorf anzugreifen? Während wir hier sprechen, sammelt er seine Leute. Meine Freunde haben auch Ärger. Was hast du herausgefunden? Sie wurden an einen Ort namens PC gebracht. Was für Lösegeld und sie dann trotzdem verkaufen. Dann ist es gut. Du hast Zeit. Jason, bitte, kämpfe für uns. Die Rakyat werden umgebracht. Wenn du die Waffen sabotierst, ist Vaas geschwächt und leichter zu töten. Ich mach's. Ich wusste, dass wir auf dich zählen können. Hey, wir sind Bros. Die Piraten lagern ihre Waffen in dem Holzfällercamp im Dschungel. Zuerst den Alarm ausschalten, okay? Wenn der losgeht, sichern sie den Schuppen mit den Waffen. Klau den Sprengstoff und dann vernichte die Waffen. Verstanden? Okay. Okay. Viel Glück. Spielverderber. Ich bin aber ein Spielkönner, ich kann das. Halt! Ich kaufe mir noch ganz viel Munition von wenig. Mir steckt die Kohlensäure wieder in die Lunge.
Und ich hole mir auch gleich mal eine neue Waffe bei der Omi vorne. Ich weiß nicht, wie viel Dollar wir haben. 600, oder? MPs. 600 Dollar. Nee, keine MP. Ich möchte gern... Nein. LMGs. Ah, Granatwerfer, spezielles Konsumartikel. Ich weiß nicht, MPs. Faustwaffen brauchen wir gar nicht. Magnum. Oh, ich sehe gerade, wir haben nur noch 300 Dollar, also können wir uns eh nichts kaufen. Alter, die Magnum ist mir. Da kannst du deinen Furz drauf verwetten. Die wird in den nächsten 10 Folgen spätestens in meinem Inventar liegen. Alter, ich liebe die Magnum. Magnum. Geil. So. So, jetzt fahre ich irgendwie, wie ich privat fahre. Ich habe, ich sag das jetzt mal, bei Sigmüller letztens Preisausschreiben nicht gewonnen, sondern mitgemacht für ein neues Auto. Oh, vielleicht habe ich hier Glück, das wäre so geil. Jetzt von meinem Auto auf ein neues, das wäre ein gigantischer Techniksprung. Ich fahre jetzt zum Üben, ich habe ja meinen Führerschein gerade erst bekommen, fahre ich ein Corsa, typisches Anfängerauto. Ja, toll. Hey, der lebt ja immer noch. Schwul. Schwul. Weiter. So, also wie gesagt, ich fahre einen Corsa momentan. Und bei dem Händler, wo ich gekauft habe, ja? Ey. Ganz ehrlich, so ein... So ein Miststück von Verkäufer habe ich schon lange nicht mehr erlebt. So diese mit dem... Oh, Tiger ist frei, Tiger ist frei. Tiger ist frei. Der Gute rennt weg. Okay. So, ich laufe da hier. Ich hoffe, das Mistvieh kommt nicht zurück. Ach gut, da laufen wir nicht. Alter! Nein! Nein! Au, 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 au! Mistvieh von Tiger. Mir läuft gerade eine Gänsehaut gerade drüber. Ach, jetzt sind wir wieder hier. Oh, nö. So. Ich kauf mal. So. Ah, hier sind sie alle. Moin. Ich gehe mal schnell ein paar Leute töten. So. Ups. Geh zum Holzfällercamp. Versuch 2. Ich zitter so mit den Beinen irgendwie. Kennt ihr das, du sitzt am Schreibtisch und dann... So, als ob du auf Toilette musst, so musst du die ganze Zeit mit dem Bein zittern, weißt du? Aber ich muss nicht. Scheiße. Ach ja. Ich sag euch, das ist ein anstrengendes Leben, von morgens bis abends arbeiten. Aufnehmen die Let's Plays. Ich sag euch. Ich brauche Frührente. So, ich hab geparkt. Ciao, Auto. Ich würde jetzt gerne erstmal nochmal vorher hochgehen und mein Dingens, du weißt schon, holen. Da, Funkturm.
Und dann tue ich das Camp überrollen. Also holen. Huch. Mega-Ruckler, warum auch immer. Das darf nicht ruckeln. Ach, das ist Jason, der so schnauft. Ich habe gerade gedacht, oh fuck, was ist jetzt hinter mir? Wird mir immer unsympathischer. Och nö. Da sind ja schon wieder welche. Soll ich von hier oben schießen? Nee, brauche ich nicht. Klettern? Over. Da war klettern. Wie viel Uhr haben wir denn überhaupt? Ich fühle mich eben gerade müde. 9 erst. Ja, komm, dann machen wir noch ein bisschen, wa? Ich muss mindestens noch diese Folge und... Ne, noch 2 Folgen muss ich mindestens noch machen. Dass ich wieder gedeckt bin. Aber da ich dann wieder mit GTA Online zu tun habe, werde ich wohl vielleicht ein paar mehr machen. Obwohl, eigentlich, nächste Woche ist ja Donnerstag, da ist Feiertag. Also das heißt, wo jetzt die Folge rauskommt, müsste in 2 Tagen Donnerstag, glaube ich, sein. Habe ich einen Vogel? Wie geil das aussah. Geier! Wann immer etwas oder jemand auf Rook Island stirbt, kannst du davon ausgehen, dass die Geier sich an den Rest bedienen. Wie bei uns ist die Bestattungsunternehmen und das Finanzamt. Ach ja, der Geier. Auch noch? Ach geil, das war's wert. Scheiß auf die Muni. Maus? Da. Ich kann dir mal erzählen, was für eine Maus ich habe. Ich habe die Pro Gaming Maus, ja. Von Mad Catz, die R.A.T. Also die Red 9. Red 9. Rad 9. Jetzt müssten es eigentlich alle verstanden haben. Ich sage jetzt zu der Maus selber nichts, bis auf den Akkuverbrauch. Alter, nach 8 Stunden ist der Akku leer. Und ich als Hardzocker, das geht nicht. Das geht einfach nicht. Ist zwar ein Ersatzakku dabei, der ist auch schon geladen. Die laden recht schnell. Aber trotzdem nach 8 Stunden den verkackten Akku wechseln, das geht nicht. Das, nee. So, wo müssen wir hin? Da müssen wir hin. Dann ist die Seilrutsche eigentlich am besten. Jetzt gratis. Reverse-Bogen. Und die Sniper. Leute, ich weiß, was wir in der übernächsten Folge tun werden. Wow, wow, wow. Komodo-Varan. Der Komodo-Varan ist ein Raubtier, das alles frisst, vom Vogel bis zum Hirsch. Ein Biss von ihm ist wegen der vielen septischen Krankheitserreger in seinem Speichel sowohl schmerzhaft als auch gefährlich. Im Gegensatz zu den vielen septischen Krankheitserregern ist Speichel bei meiner Ex-Frau, die leider nur zu kurzfristigen Lähmungen führen kann, ist nicht gerade tot. Oh, Alter, sagt das ja nie zu eurer Freundin, Alter. Ihr habt schneller Schluss gemacht, als ihr sagen könnt, warte mal. Was eine lange Liane. Komischerweise, dass die genau hier unten aufhört. So. Zip. So, wir schwimmen da einfach mal schnell rüber. Aber natürlich im Profit. Ernsthaft? 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 Wieso habe ich das nicht vorher gesehen? Nehmen wir einfach den Gleiter.
Aber das machen wir dann in der nächsten Folge. Die Aufnahme ist schon recht groß. Nicht, dass ich wieder stundenlang am Hochladen bin. Darum nehmen wir dann das Camp in der nächsten Folge ein.